So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Inspection Expert on Demand bei der K2D Key to Data GmbH. Mein Name ist Jochen Leier und ich werde Sie heute durch das Webinar führen und Ihnen auch die Live-Präsentation von Inspection Expert vorführen. Was erwartet Sie denn heute? Ich möchte Ihnen ein bisschen was generell über Software zur Qualitätssicherung sagen. Natürlich der größte Teil ist die Inspection Expert Live Demo und natürlich auch, wie wir Messdaten in Prüfberichte reinbekommen. Und am Ende stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Das Webinar ist angesetzt auf 30 Minuten. Das gibt natürlich nur einen sehr schnellen Überflug. Wenn Ihnen das aber ein bisschen Appetit gemacht hat, können wir gerne noch individuelle Termine vereinbaren, um gezielt auf Ihre Fragen und Anforderungen einzugehen. Ja, im Amerikanischen ist es ein netter und smarter Ausdruck. Quality on Demand, die Übersetzung ist schon ein bisschen schwieriger. Qualität auf Abruf. Was bedeutet das? Wir wollen Ihnen skalierbare Lösungen und Services, also auch Dienstleistungen, für die Qualitätskontrolle und für das Qualitätsmanagement zur Verfügung stellen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche industriespezifische Qualitätsstandards in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in der Automobilindustrie, in der Medizintechnik, die alle abgedeckt werden sollen und die im Prinzip in der kompletten Produktionskette, angefangen vom OEM bis zum letzten Zulieferer, alle durchgezogen werden müssen. Vorreiter war in dem Bereich die Luft- und Raumfahrtindustrie mit den Standards EN 9100 oder AS 9100, das amerikanische Pendant. Als Beispiel nehme ich da jetzt einfach mal ganz kurz raus, das EN 9102, die FAI oder Erstmusterprüfung. Das ist ein Prüfbericht, der über drei Bereiche geht. Das ist einmal das Formular 1, die Form 1, Teilenummernzuordnung. Die Form 2 ist dann die Produktzuordnung und das Form 3 oder das dritte Formular ist dann die Merkmalszuordnung, wo Sie dann einzelne Prüfmerkmale, ob das jetzt eine Formlagetoleranz oder eine Bemaßung oder einfach ein qualitatives Merkmal ist, wo Sie dann dort einfach die Erfüllung, Nichterfüllung eintragen können. Wie sieht es denn oft heute aus? Heute ist oft noch so, dass man Papierzeichnungen hat, die werden dann mehr oder weniger elegant, entweder dann über wirklich einen Stempel mit der Nummereintrag von Hand oder manchmal auch schon über ein Adobe-Tool gestempelt oder wirklich man macht Kringelchen über eine Schablone und schreibt eine Zahl rein. Die Prüfberichte, die sehen dann oft so aus, dass es Word- oder Excel-Dokumente sind. Man sieht noch sehr, sehr selten dann wirklich von Hand ausgefüllte Tabellen. Aber das ist oft noch so heute. Wo kommt dann jetzt Inspection Expert ins Spiel? Inspection Expert unterstützt Sie bei der Identifizierung der Merkmale über die Zeichnungen oder in den CAD-Dateien. Bei der Planung, bei der Prüfplanung, indem Sie diesen Merkmalen schon Informationen mitgeben können. Es unterstützt natürlich auch die Weitergabe dieser Informationen an das Messwesen. Wir haben dort auch Kooperationen, dass wir im Prinzip auf Basis der Merkmale, die bei uns erzeugt werden oder die bei uns extrahiert werden, dass das schon die Grundlage ist, um zum Beispiel ein Calypso-Prüfprogramm zu erstellen. Wenn Sie da Interesse dran haben, können wir da gerne später auch nochmal drauf eingehen. Der nächste Schritt ist natürlich... Jochen, ganz kurze Frage. Jochen, warum wird der Bildschirm dein Bild nicht übertragen? Ja, danke schön, Thomas. Vielen Dank. Dann würde ich nochmal hier jetzt natürlich ganz schnell zurückgehen und auf alle Fälle mal zu dieser Maske. Danke für den Hinweis. Nochmals einmal das Identifizieren der Merkmale, das habe ich bereits gesagt. Einmal PDF-Daten und dann natürlich auch auf den CAD-Daten. Man kann zusätzliche Informationen den Merkmalen mitgeben, die dann für die Prüfplanung wichtig sind. Diese Informationen werden, wie gesagt,
können wir zur Weiterverarbeitung exportieren, dass man sie dann praktisch nachher eben für die CMM-Programmierung verwenden kann oder auch im Prinzip in CAQ-Systemen oder wir haben jetzt hier einen Fall ganz in der Nähe, dass eine Firma die Daten in SAP zum Beispiel weiterverarbeiten möchte. Und last not least ist natürlich dann die komplette Ausgabe, die Veröffentlichung von Erstmusterprüfberichten oder FAIs. Genau. Selbstverständlich haben wir Integrationsmöglichkeiten in die unterschiedlichsten Systeme. Das können Qualitätsmanagementsysteme sein, das können auch ERP-Systeme sein, was ich gerade erwähnt habe. Da haben wir alle Möglichkeiten, uns dort auch anzubinden. So, wir unterstützen selbstverständlich auch die Revisionierungsgeschichte. Und dort ist es natürlich so, das möchte ich auch kurz zeigen, wie wir helfen Ihnen dann oder wie wir unterstützen können, dass Sie sehr schnell sind bei dem Stempeln von revisionierten Zeichnungen. So, ja, das war es eigentlich schon in der Theorie. Ich möchte dann sofort umschalten in die Praxis und Ihnen im Prinzip hierher gehen und einen Inspection Expert zeigen. Inspection Expert, wenn Sie starten, kommt es mit einem folgenden Bildschirm hoch. Dort können Sie jetzt, haben Sie zwei hauptsächliche Möglichkeiten. Einmal, Sie können ein neues Prüfprojekt beginnen oder ein vorhandenes Prüfprojekt öffnen. Wir wollen jetzt starten, indem wir ein neues Prüfprojekt anlegen. Dort werden dann sogenannte Prüfprojektvorlagen angeboten. Diese Prüfprojektvorlagen enthalten eine ganze Reihe von Grundeinstellungen. Da sind zum Beispiel die Freimaßtoleranzen mit dabei drin. Sie sehen hier, haben wir Vorlagen, die Freimaßtoleranzen nach 2768M vorgeben. Oder dann auch Stempelformen, Stempelfarben, eine ganze Reihe von benutzerdefinierten Eigenschaften, so dass Sie das Ganze auch sehr kundenspezifisch angehen können. Man sieht hier als Beispiel eine Vorlage, die speziell für den Kunden Rolls-Royce in Inches angelegt wurde. Solche Dinge lassen sich also mit Inspection Expert jederzeit umsetzen. Ich wähle also die Prüfprojektvorlage für das Webinar jetzt aus, gemäß ISO 2768. Und der nächste Schritt ist dann der, ich hole mir jetzt noch das entsprechende PDF-Dokument dazu her. Dann startet Inspection Expert und stellt mir das PDF-Dokument dar und sagt, ich möchte doch jetzt bitte die Prüfmerkmale eingeben. Und das kann ich auch hier über das Kamerasymbol machen. Da gehe ich einfach her und ziehe ein Fensterchen um das Wort Adapter. Dann macht er eine optische Zeichenerkennung und holt sich hier gleich den Text entsprechend mit raus. Genau dasselbe mache ich hier. Hat er ein bisschen ein Problem, die Unterscheidung zwischen dem 0 und der und dem O, das ist die Revision B von der Zeichnung und die Sachnummer ist dieselbe wie die Zeichnungsnummer und damit soll es das schon mal gewesen sein. Ich kann hier noch reinschreiben, geprüft ist es in dem Fall von mir. Und jetzt sind wir schon fertig mit den Kopfdaten. Das sind also auch die Kopfdaten, die nachher in Ihrem Prüfbericht erscheinen und wir fangen an, die Zeichnung zu stempeln. Sie sehen hier unter der rechten Maustaste sind sehr, sehr viele Funktionen. Ich wähle jetzt hier auch die Funktion Zoom Bereich als Beispiel aus, um diesen Bereich einfach größer am Bildschirm zu bekommen. Genau dasselbe Funktion, rechte Maustaste drücken, dann hole ich mir die Funktion einer Bemaßung zu extrahieren. Ich ziehe einfach einen Kasten um das Maß rum und das System holt mir jetzt das Detailfenster in Vordergrund und extrahiert mir das Maß, die 35 als Sollmaß, es sind keine Toleranzen hinterlegt, also nimmt es eine Plus-Minus-Toleranz von 3/10 an, wie es in meiner Prüfprojektvorlage eben eingestellt ist. Und ich gehe jetzt einfach weiter und ziehe um die Maße, die ich stempeln möchte oder deren Merkmale ich extrahieren möchte, ziehe ich einfach ein Kästchen rum und Sie sehen sofort, hier habe ich einen Durchmesser, das System spaltet also das Maß auf oder den kompletten Wert auf in Nennmaß. Es erkennt das Durchmessersymbol und zeigt auch die Toleranzen plus minus 0,1, die da dran sind, zeigt es entsprechend an. Genau dasselbe mache ich hier. Und hier möchte ich jetzt auf eine kleine Eigenschaft hinweisen. Wenn
die Länge der Box nicht mindestens zweimal die Breite der Box ist, wird es nicht automatisch gedreht. Ich drehe das von Hand, mache eine Neuerkennung des Merkmals und ich habe das sofort erkannt entsprechend. So. So, und damit möchte ich es jetzt auch mal gut sein lassen. Ich habe denn die Linie mit unten reingenommen, deshalb hat er die Toleranz nicht richtig erkannt. Sie sehen es also auch hier. Ich kann in dem Detailfenster hier links oben nochmal eine Neuerfassung durchführen. So, und jetzt sehen Sie, relativ einfach. Ich habe ganz schnell die vier Merkmale extrahiert. Wir passen jetzt die Stempelpositionen noch nicht so ganz. Gehe ich auf das Detail von dem Merkmal und habe die Möglichkeit, die Stempelpositionen einfach über den Quadranten zu ändern. Ich kann aber auch jederzeit über ein Auswahlwerkzeug hergehen und die Stempelposition irgendwo anders hinziehen. Und wenn ich sie entsprechend an den Quadranten ziehe, richtet sich dieses Merkmal auch entsprechend aus. So, jetzt gehen wir weiter und jetzt möchte ich auch nochmal als Beispiel eine Formlagetoleranz extrahieren. Da ziehe ich auch einen Kasten um die komplette Form- und Lagetoleranz. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier diese Form-Lagetoleranz mit diesem Werkzeug aufzubauen, damit es nachher auch entsprechend gleich im Excel so hinterlegt wird, und gebe hier die Werte ein. Man kann dann auch sofort die Position von dem Prüfstempel ändern. Also da sind Sie komplett frei. Und Sie sehen, ich bin immer noch in der Funktion drin. Das ist also wir versuchen hier einfach so wenig wie möglich Tastatureingaben erforderlich zu machen, sondern wir versuchen alles über die Maus und das Erkennen des Systems hier zu erledigen. So, jetzt möchte ich hier noch kurz eines zeigen. Die zwei Formlagetoleranzen sind ja jetzt von der Reihenfolge her nicht in Ordnung. Die sollten normalerweise vor der Position 3 sein. Ich kann die jetzt hier unten markieren in dem Tabellenmanager und nehme die dann einfach an die Maus und ziehe sie per Drag and Drop an die Stelle, an die ich sie gerne haben möchte. Hoppsala, jetzt habe ich sie eins zu weit gezogen, spielt aber keine Rolle, ich kann sie ja wieder jetzt eins nach hinten ziehen und positioniere sie jetzt dort, wo ich sie haben möchte. Und jetzt sind wir richtig von der Reihenfolge, 1, 2, 3, 4, 5, also das ist überhaupt kein Thema. Das soll es jetzt mal ganz kurz gewesen sein von dem Thema Stempeln. Ich gehe jetzt her und rufe ein fertiges Projekt auf, um Ihnen dort noch ein oder zwei Dinge zu zeigen. Ah ja, okay. Dann. Ah, das ist ja prima. Sage ich nein, das möchte ich nicht speichern, das aktuelle Projekt. So, und an dem möchte ich Ihnen jetzt nochmal zwei, drei Funktionen zeigen. Das ist jetzt dieselbe Zeichnung, nur einfach komplett durchgestempelt, alle Merkmale. Und ich möchte Ihnen hier noch ein, zwei Funktionen zeigen, die Sie unterstützen bei der ganzen Geschichte. Wenn ich auf den Reiter Zeichnung gehe, kann ich hier zusätzlich noch ein Raster einschalten, dass ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte hier 6 Zeilen haben und ich möchte 8 Spalten haben, die entsprechend durchnummeriert sind. Das ist vor allem sehr wichtig bei großen und sehr komplexen Zeichnungen, wo man dann mehrere hunderte von Merkmalen hat. Da hilft es natürlich extrem weiter. So, jetzt möchte ich das zwar da haben, aber nicht eingeschaltet. Und Sie sehen jetzt hier, jedem Merkmal ist eine Prüfmerkmalszone zugeordnet. Das ist mal die eine Geschichte. Das heißt, ich habe hier eine Unterstützung, dass ich auch in komplexen Zeichnungen meine Merkmale finden werde. Ein weiterer Punkt, den wir haben, ist die Funktion erfasste Ausblenden. Ich kann hier als Unterstützung alle gestempelten Merkmale kurz ausschalten, um visuell eine Unterstützung zu haben. Bei der Prüfung, habe ich alle Merkmale gestempelt oder habe ich das eine oder andere vergessen? Und hier sieht man jetzt deutlich, hier habe ich alle Merkmale gestempelt. Das war mal, das sind diese Punkte. So, jetzt haben wir hier die Revision B von unserer Zeichnung und ich möchte jetzt einfach hergehen und möchte hier die Revision C haben. Das heißt,
ich sage, ich möchte eine Zeichnung ersetzen. Ich hole mal hier diese Revision C her und ich möchte die beiden miteinander vergleichen, unbedingt. So, jetzt hilft mir das System und legt die beiden Zeichnungen übereinander. Alles, was aus der roten, also aus der alten Zeichnung, aus der originalen Zeichnung kommt, ist in Rot dargestellt. Alles, was in der neuen Zeichnung da ist, ist in Grün dargestellt. Alles, was identisch ist, ist in so einem Braun-Grau. So, und jetzt sehen Sie hier gleich, dass hier ein paar dass hier eine Formlagetoleranz als Beispiel verschoben wurde. Hier sieht es so aus, wie wenn eine komplette Ansicht verschoben wurde. Das sind also Dinge, die wir jetzt nacharbeiten müssen. Da gehe ich mal ganz kurz drauf ein. Wir können diesen Vergleich auch ganz schnell in einem PDF-Dokument abspeichern, um es nachher auch in der Dokumentation entsprechend zu haben. So, und jetzt sage ich, ich möchte den Austausch durchführen. Und jetzt sehen Sie hier, jetzt passt natürlich so, in dem Bereich hier oben passt natürlich nicht mehr so ganz. Ich gehe jetzt hier auf mein Auswahlwerkzeug und ziehe einfach ein Fenster um die Merkmale, die ich verschieben möchte. Ich habe hier nochmal ein Merkmal, das ich mit verschieben möchte. Und dann ziehe ich diese kompletten Merkmale einfach an die neue Position. So. Und jetzt ist hier noch eines, dieses Merkmal ist noch nicht richtig. Das nehmen wir jetzt auch einfach hier ran und ich verschiebe auch dieses Merkmal an die neue Position. Ja, da ist noch eines, das war vorher ein theoretisch genaues Maß, das ist es jetzt nicht mehr. Nee, es war vorher ein Prüfmaß, Entschuldigung, das ist es jetzt nicht mehr, also nehme ich das Prüfmaß-Symbol hier raus. Und jetzt gehe ich ganz einfach hier oben her und stempel die neu hinzugekommenen Maße einfach mit dazu. Sag hier, ich möchte eine Bemaßung stempeln. Schalte dann auch wieder hier gleich ein, dass es ein Schlüssel- oder Prüfmaß sein soll. Und nehme mein nächstes Maß mit dazu. Da hat er jetzt das so erkannt, dass es oberes und untere Abmaß ist. Und das will ich aber so nicht haben. Das ist auch wieder ein Prüfmaß. Und jetzt bin ich schon fertig, habe meine erste Revision gemacht und sage jetzt hier, speichern unter. Ich möchte das Prüfprojekt jetzt speichern, aber mit meiner Revision C. So, das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier auch entsprechende Unterstützung bei der Revisionierung von Zeichnungen zu machen. Achso, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie jetzt auch irgendwelche Prüfmerkmale löschen müssen, weil Maße weggefallen sind, dann markieren wir das einfach, drücken die Entfernen-Taste und ich sage einfach, ich möchte das löschen, aber die Nummer 14 soll leer bleiben und dann wird das Element gelöscht und Sie sehen hier, die anderen werden nicht entsprechend durchnummeriert, sondern die 14 bleibt leer. Gut. So, dann möchte ich gleich zum nächsten Element kommen. Und zwar ist es der Punkt, wir können auch Maße hinzufügen, die jetzt von Koordinatenmessmaschinen geliefert werden. Ich habe hier die Möglichkeiten zu sagen, sehr, sehr viele Formate einzulesen, also PCD-MESS, wir können das Calypso, wir kennen das Metrosoft QuartIS, das Metrosoft CM-Format lesen und viele, viele andere Formate, die eben von Koordinatenmessmaschinen geliefert werden. So, und was ich dazu machen muss, ist ganz einfach, ich hole mir die meine Messwertdatei. Und was dann passiert, das werden Sie jetzt gleich sehen, das System liest die Messwerte ein und ordnet den entsprechenden Stempelnummer nacheinander zu, so wie es jetzt hier ist. Und Sie haben gleich auch eine farbkodierte Zeichnung. Bei der Kodierung ist es so, rot ist nicht erfüllt, weil wir also dort einen Fehler haben. Das ist ein theoretisch genaues Maß, wird aber mit 34,995 gemessen.
und damit ist es nicht erfüllt. Würde ich jetzt hierher gehen und sagen, das ist kein theoretisch genaues Maß, würde es die Plus-Minus-Toleranzen bekommen und es wäre entsprechend erfüllt. So, dann haben wir natürlich auch hier nochmal ein entsprechendes graues Maß. Das ist die Nummer 5 und die kommt daher, weil die Gewindetiefe nicht über die Koordinatenmessmaschine gemessen wird, sondern über ein Endmaß oder sonst irgendwas. Ich kann aber hier dann jederzeit hergehen und sagen, ich sage, das ist jetzt als Beispiel im Grenzbereich drin, dass wir den auch mal haben. So, und dann sehen Sie, wenn es ein Grenzbereich ist, dann wird es entsprechend auch farbkodiert gelb dargestellt. So, und so geht das Ganze entsprechend durch. Wir haben hier nochmal entsprechende Werte, die in Grau sind, 4 Stück. Ganz klar, weil das Gewinde wird auch nicht über die Koordinatenmessmaschine gemessen, sondern über Gewindelehren. Und daher kommt das Ganze. So, und jetzt bin ich eigentlich so gut wie am Ende. Jetzt muss ich nur noch meine fertigen Prüfberichte exportieren. Das mache ich dieses Mal in einem Schuss. Das heißt, ich gehe her und sage, ich möchte die Prüfzeichnung exportieren. Und ich möchte gerne, jetzt haben Sie schon die Prüfzeichnung, die entsprechend auch die Farbkodierungen enthält, wie wir sie haben. Und der nächste Schritt ist, ich möchte gerne auch hier den Prüfbericht exportieren, und zwar im VDA-Format. So, der wird jetzt im Excel erzeugt werden. Schalte ich um aufs Excel. Ich habe hier Sie sehen hier, ich habe eine Excel mit sehr, sehr vielen Tabellenblättern. Ich habe hier mein Datenblatt, in dem in einer Reihe fortlaufend die Daten reingeschrieben werden. Ich habe einmal die Spalte mit den Forderungen. Ich habe eine zweite Spalte mit den gemessenen Ist-Werten. Und Sie sehen auch hier, wir haben hier entsprechend die Farbkodierung übergeben. Wir können das bestimmen, welche Farbkodierung, ob wir die Farbkodierung mitgeben, ob wir sie so als Zellenfüllung mitgeben oder ob wir die entsprechend als nur als Farbe der Schrift mitgeben. So, das ist aber nur das Datenblatt. Nachher wird der Bericht ausgedruckt, der VDA-Bericht, sehen Sie hier, das Deckblatt, der hier mit den ganzen Kopfdaten ausgefüllt ist, wie wir sie vorher reingenommen haben. Und dann kommen dahinter die entsprechenden Datenblätter, wo auch wieder Verweise auf den Kopf drin sind und die entsprechenden Daten. Und in dem hier, in dem Bereich ist ein reiner Schwarz-Weiß-Druck, da werden die gefüllten Zellen nicht mit ausgegeben. Und wenn es eben über mehrere Seiten hinweg geht, haben Sie hier mehrere Seiten. Man kann dann auch hier auch noch entsprechend die Anlagen zufügen. Und so haben wir die Möglichkeit, wirklich komplette Erstmusterprüfberichte auszugeben. So, damit wäre ich soweit am Ende mit der Live-Präsentation. Ich möchte Ihnen hier nochmal ganz kurz eine Wiederholung machen von dem, was wir alles gemacht haben. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man PDF- und TIFF-Daten stempeln kann. Haben wir in der Live-Präsentation gesehen. Und beim Stempeln extrahieren Sie gleich Nennmaße, entsprechende Toleranzen. Wir haben gesehen, wie man Messwerte von Koordinatenmessmaschinen verarbeiten kann. Wir können auch, wenn Sie elektronische Messgeräte haben, wie Endmaße oder Messschieber, können wir auch Einzelwerte entsprechend verarbeiten. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man einen Prüfbericht extrahieren kann. Wir können den auf die unterschiedlichsten Standards machen. Wir haben jetzt hier VDA angeschaut. Wir können PPAP ausgeben. Wir können EN oder AS 9102 ausgeben. Also da sind wir völlig frei. Wir können auch kundenspezifische Prüfberichte machen. Noch ein kurzer Ausblick auf das, was kommen wird, und zwar wirklich in aller Kürze. Zukünftig werden wir nicht nur PDF- und TIFF-Daten entsprechend stempeln können, sondern wir werden direkt auf CAD-Daten gehen können. Das hat natürlich den Vorteil, dass Sie nicht mehr jedes Maß einzeln über die Schriftarterkennung erkennen müssen, sondern es werden die Informationen genommen, die in der CAD-Zeichnung hinterlegt sind. Und es wird beginnen mit CATIA V5, V6-Daten im 2D und 3D sowie DWG. Und das ist eine Frage von Wochen. Das heißt, es wird noch diesen Monat passieren, dass das freigegeben wird. Und in der zweiten Runde wird es Richtung STEP, NX und Pro E weitergehen, die Unterstützung. Was auch noch kommen wird, ist Inspection Expert On Demand. Das ist ein sehr smartes Tool im Bereich der Fertigungskontrolle, um
direkt in der Fertigung Messwerte einzugeben. Es ist eine sogenannte Cloud-Applikation, die läuft in dem Browser, erfordert keinerlei Installationen, ist extrem einfach zu bedienen, ist eine sogenannte Echtzeit Statistical Process Control und liefert sofortige Alarme bei Fehlern und bietet natürlich eine ganze Menge Reports fürs Management und für die Bereichsleitung. Das ist das, was so in aller Kürze kommen wird. Und jetzt, wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. So, da haben wir schon eine Frage. Moment. Die Frage lautet, kann man auch die gesamte Zeichnung automatisch stempeln? Die Antwort lautet, zurzeit noch nicht. Das wird über das Inspection Expert on Demand for CAD funktionieren. Und es wird auch im Inspection Expert für PDF gewisse Verbesserungen geben. Es ist so, Inspection Expert macht eine optische Zeichenerkennung über Pixel. Das heißt, es sind schwarze und weiße Punkte, die das System dort erkennt. Es gibt aber auch PDF-Daten, die Texte und Linien und Bögen enthalten. Und bei solchen PDF-Daten, die aus vielen CAD-Systemen geschrieben werden können, dort wird es, sage ich mal, mit der Version vom Jahresende die Möglichkeit geben, auch bestimmte Bereiche automatisch zu stempeln. Das wird sich in Richtung Ansichten begrenzen. Nicht, dass ich die komplette Zeichnung sagen kann, stempeln wir die automatisch, weil das wird voraussichtlich zu komplex werden, weil da einfach zu wenig Informationen drin sind. Sowas wird dann im Bereich der CAD-Daten, da ist es jetzt schon möglich in den Vorabversionen, die ich gesehen habe. Und da wird man, denke ich, auch in relativ naher Zukunft entsprechende Webinare anbieten. So, sonst noch Fragen? Wenn von Ihrer Seite keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei Ihnen und freue mich, bis wir uns wieder hören, bis wir miteinander sprechen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bis die Tage.